Willkommen zum Erzsam-Magazin hier auf TV Oberwallis. Schön, habt ihr eingeschaltet. Im historischen Stück Alperschloss die Geschichte Fabrik mit Licht und barocker Musik einmal ganz anders erleben. Das ist zusammenfassend gesagt die Idee vom Projekt Light and Music, das Blick Barock zusammen mit dem Lichtkünstler Gary Hofstetter organisiert. Zu sehen ist das Spektakel im September. Der Gary Hofstetter ist aber jetzt schon mal auf Blick gekommen. Der Peter Abgogspon hat ihn auch dabei besucht. Zuerst braucht es eine Idee. Dann braucht es jemanden, der dich umsetzen kann. Die Person braucht für das grosse Skiwerfer, viel Strom, langjährige Erfahrung und nicht zuletzt auch viel Leidenschaft für das, was er macht. Im Zusammenhang mit 800 Jahren Brigg stellt das Brigg Barock unter der Leitung von Paul Locher ein spezielles Programm auf ihn bei. Im September findet im Stockalperhof das Lichtspektakel Light and Music statt. Dafür hat das Brigg Barock den renommierten Lichtkünstler Gary Hofstetter gewinnen. Der Hof am Stockalperschloss ist einmalig in seiner Ambiance, in seiner Faszination. Wir finden, die Architektur mit Licht und Musik zu inszenieren, ist eine grosse Herausforderung. Und wir haben das Gefühl, das einmalige Ereignis passt zu Brigg 800. Das Lichtspektakel ist in seiner Art einmalig, weil das Programm ganz spezifisch auf die Geschichte von 800 Jahren Brigg abgestimmt ist. Der Zuschauer erwartet eine mehrdimensionale Show. Zum einen das Licht- und Formusspiel von Gary Hofstetter. Als zweite Komponente gibt es die Musik. Hier spielt das Kammerorchester Concertino barocke Sticker und dann gibt es noch einen literarischen Text, der die wichtige geschichtliche Eckpunkt von 800 Jahren Brigg erzählt. Das sind Figuren, die die Stadt geprägt haben, die Geschichte von dem Schloss geprägt haben. Das ist natürlich der Kaspar von Stockalper. Tritüff. Wir haben der Napoleon mit seiner, in seiner, die Zeit des Napoleon, die gestieft wird. Und wir haben als vielleicht wichtiges Ereignis im 20. Jahrhundert der Bau vom Simplon-Tunnel. Wie der Paul Locher sagt, ist das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten Musik, Licht und Text eine Herausforderung für die Probe, die aber auch spannend sind. Die natürlich in einer engen Zusammenarbeit die drei Ebenen probieren, zusammenzuführen. In intensiven Gesprächen, in intensiver Konzeptarbeit mit dem Gary Hofstetter und dem Thor Kunkel, der den Text geschrieben hat, entsteht ein Drehbuch, das ganz genau die drei Ebenen verbindet. Also man weiss, zu dem Bild, zu dem Text, zu der Musik, das kommt zusammen in einem Moment. Als erste kleine Kostprobe, vor allem was das Lichtspektakel angeht, ist der Gary Hofstetter auf Brigg gekommen, für sich ein Bild von der Umgebung und allem drum und dran zu machen. Das braucht er, für das er sich entsprechend vorbereiten kann. Ich bin spezialisiert vor allem in Kirchen, in grossen Kirchen, in Nationalkathedrale in Washington oder in Königsfelden, also 700 Jahre vier. Das ist irrsinnig, wenn jemand dort drin redet, der Pfarrer oder der Bischof, dann die Musik dazu, die ich dann auslese, oder die Choreografien und dann die Tänzerinnen, die aus Hollywood jetzt auch in Washington getanzt haben, und dann mit diesen Bildern das untermalen. Das Miteinander, das ist die Wirkung. Und das ist das Geniale an der Lichtkunst, wie sie das weitergeben kann. Für das braucht der Gary Hofstetter Lichtprojektoren. Die sind gut 120 Kilo schwer. Das muss man sich so vorstellen, die Projektoren werden sehr heiß. Das ist bis zu 700-900 Grad die Lampe. Vorher kommt es mit 200 Grad raus. Das sind spezielle Glasplatten, die wir haben herrichten lassen, die die Hitze aushalten. Und dann male ich das drauf. Die spielerischen Motive, die natürlichen, male ich malen selber. Und die anderen Sachen, die wir fotografieren, den Napoleon, male ich jetzt nicht nachmalen. Das kommt dann umgemünzt auf eine Folie, wird das reingepresst und dann geht das in das System hinein und wird projiziert. Für dieses Projekt ist die Arbeit von Gary Hofstetter die, dass er mithilft, die Dramaturgie zu entwickeln, für das man alles visuell umsetzen kann. Das heisst, dass er die Geschichte von 800 Jahren Brigg mit projektierten Bildern dort untermalen und den Innenhof vom Schloss dort verzaubern. Und speziell im Stockalper Palast, im Innenhof vor allem,
ist es so, dass wir die Leute haben, die in eine Richtung schauen. Vorher hat es eine Szenerie mit einer Konzertbühne. Wir haben einen hohen Turm, wir haben die Bögen, wir haben Musik. Und da ist jetzt Kunst, dass das Licht ein Ambiente schafft, wo die Kernkompetenz Musik nicht übertrumpft. Es geht ja immer noch um Geschichte. Also bin ich ein feines, begleitendes Element, wo die Leute die Musik in Erinnerung behalten visuell. Für das Ziel geht er im Prinzip immer gleich vor. Das ist eigentlich der Ansatz. Es ist überall gleich, ob ich jetzt Pyramiden in Ägypten mache oder Eisberge Nord-Südpol oder Tragödien in Südamerika von der ESA. Ich muss mich um den Ort, um die Geschichte, um die Jahreszeit, ich muss mich um alles kümmern und die Informationen holen. Und wenn ich das alles verstanden habe, dann rede ich mit dem Auftraggeber, was will er. Und ich helfe ihm dann mit meiner Erfahrung, mit meiner Kreativität und auch mit professionellem Arbeiten, dass wir mit den Lichtbotschaften sein Thema, und jetzt da sind wir im BRIC, 800 Jahre, das kann überbringen und unterstützen. Das ist mein Job. Light and Music gibt es dann drei Abende am 3., 4. und 5. September. Die Besucher hocken da dabei und haben Sicht auf die einzelnen Projektionsflächen im Hof. Eine Aufführung geht rund 1 Stunde und 20 Minuten. Der Vorverkauf startet ab Mitte Juni über die Zita Fabrik Barock. So viel vom Stockalper Schloss zu Brieg. Schön, habt ihr eingeschaltet.